Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es mal nach Mirage, ist gut. Ich wollte noch ein paar Zutaten sammeln, um eine kleine Nebenquest von meiner Feuerschule noch zu erledigen. Herr Fitz, der Bibliothekar, schwebt dort herum. Nee, Quatsch, ich möchte gerade erstmal nach Celestia. Dort gibt es nämlich auch etwas zu holen. Ich muss nämlich noch ein paar Karten holen und perfekten Rubin. Und ich weiß so oft nicht, wo die Viecher alle rumstehen, die die Sachen verkaufen. Aber hier in Celestia weiß ich es. Ich weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe. Ring- und Amuletthändler. Wo war denn das nochmal? Weiß es doch nicht mehr. Goldkartenrezepte. Nee, nee, nee. Hut und Roben. Fuck. Also Celestia ist ja schon relativ hässlich, ne? Zutatenhändler, der ist es. Warum ruckelt das hier? Keine Ahnung. Perfekte Makel, perfekte... Was brauche ich? Perfekter Rubin. Brauche ich... Wie viel? 23. Ich kann auch 987 kaufen, dann habe ich auch immer noch genug Geld. Verkaufen wir 127. So. Und wir brauchen Goldkarten mit Meteor. Ach, das hätte ich jetzt im Arcanum machen können. Aber dann gehen wir mal hier nach... Nee, Dingenskirchen war... Was ist denn jetzt hier los? Warum ruckelt das plötzlich so? The Big Place. Dann tragen wir uns, halt hier noch ein bisschen rum. Was soll's? Ich muss jetzt aber mal gerade hier auf die Map gucken. Das Stellarium. Stellatrium. Ja, aber da will ich auch hin. Nee, da will ich gar nicht hin. Oh man, wo geht's denn hier nochmal lang? Ja, genau, zum Astralarchiv. So, das Teil ist ja jetzt auch im Arcanum. Egal. Ne, Moment mal. Doch. Gibt das nicht hier, oder was? Leco mio. Ist jetzt nicht wahr, oder? Ich gehe wieder zurück ins Arcanum. Und wir müssen noch Antiquitäten finden. Aber das ist ja nicht wirklich schwer jetzt, ne? Aber Leute, das möchte ich jetzt hier mal machen. Warum ruckelt das denn hier so? Was ist hier los? Nee. Celestia war nicht so die schöne Welt, ne? Muss ich auch sagen, die hat mich auch ein bisschen genervt. Es ruckelt auch nur in Celestia. Keine Ahnung, was da los ist. Wo gab es denn jetzt hier nochmal mit den... Ach doch, der hatte die Karten. Och, leck mich doch. Also, das ist doch nicht wahr hier. Was soll das? Was soll ich denn hier mit diesen Goldkarten, mit diesen lächerlichen... Muss ich auch noch rumdüsen, um das zu suchen. Also wieder ab zum guten alten Bazar. Würde jetzt gern Pause machen und dahin beamen, aber geht nicht, geht nicht. Ist noch irgendwer online? Nö.
10.32 Uhr, 21.06.2018. Kate Carver sitzt am PC und spielt. Kate Carver hätte eigentlich noch so viel andere Sachen zu tun. Im Haushalt zum Beispiel. Aber irgendwie... Ja, sitzt sie hier am PC und spielt so ein Spiel hier. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh. Ja, ne? Wie gesagt, nochmal, bei 20.000 Abos lasse ich mir ein Wizard 101 Tattoo stechen. Aber... ihr könnt ja versuchen, die Sache zu beschleunigen. Es darf natürlich niemals jemand auf die Idee kommen, mir Abonnenten zu kaufen. Bitte nicht sowas machen. Aber einfach darüber sprechen, Leuten das weitergeben und so weiter. So. Was wollte ich jetzt kaufen? Genau. Goldkarten. Feuer. K, L, F, H, J, K, L, W, H, J, K, K, L, M, M, Meteoriteneinschlag. 100 Mal da. Sehr gut. Ich brauche noch 10. Gekauft. Wundervoll. Boah, ich stehe in Eliks dicker Plauze. Guck mal. So würde es wahrscheinlich aussehen, wenn er mich aufgegessen hat. So. Hilfe! Hilfe! Und ich könnte ja auch zaubern, dass ich mich an den mit Eliks Körper verschmelze und den immer auf meinem Rücken mit mir rumtrage. Dann bräuchte ich nicht immer hier hinzulaufen. Das wäre krass. Und so sähe das dann aus. Ganz schön abgefahren, oder? Der steht da auch seit Jahren rum. Hat nicht eine Krampfader. Obwohl, ja, ich habe seine nackten Beine auch noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich Eliks nackte Beine sehen möchte. Möchtet ihr Eliks nackte Beine sehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten gehen wir jetzt nach Mirage. Holen noch ein bisschen Zeug. Antiquitäten. Und dann werde ich hier mal die Schulquest beenden. Handwerkerquest. Und dann geht es aber auch bald mal wieder weiter mit der Hauptquest. Ne? Aber ich brauchte jetzt mal gerade ein bisschen Abwechslung. Und das tut mir auch ganz gut, muss ich sagen. Weil immer dieselben Sachen... Es ist einfach langweilig manchmal, das muss ich schon sagen. Weil nur die Hauptquest durchpowern, das ist auch... Ja. Die Nebenquests und so weiter, die sorgen ja schon mal für Abwechslung auch. So, jetzt sammeln wir Antiquitäten. Das ist ja sehr, sehr schön, dass sie sich so bemerkbar machen durch dieses sehr auffällige Glitzern. Hier war immer eine. Wir können aber auch einfach in die Rupa arbeiten, weil ich da ohnehin noch was suchen muss. Nämlich, ach guck mal da. Antikes Ei. Dann wechseln wir mal die Sphäre. Was? Nicht da? Na gut. Ab zu den Rubalweiten. Ah, ich bin immer noch so müde, Leute. Ah, So, und ich musste noch hier eine Kaktusblüte finden. Und in Karawan immer noch eine Oase, ne? In der Kratzbaumschlucht auch. Aber da habe ich ja schon überall geguckt, in dieser verfluchten Kratzbaumschlucht. Aber den Rubalweiten hier, da bin ich noch nicht überall gewesen.
Deswegen schauen wir jetzt mal. Da ist noch eine Antiquität. Hi Jungs. Na, steht es sich gut in der prallen Sonne? Was soll das hier sein? Trägt das irgendwas zur Geschichte bei? Nee, das sieht ja ganz schlecht texturiert aus. Was ist das? Ach, hier geht's gar nicht weiter. Ah, das ist einfach nur Kulisse. Ich hatte jetzt gedacht, das würde ein bisschen was mehr sein. Das ist ja total blöd hier, ne? Du siehst überhaupt gar nicht, wo hier das Level beendet ist. Yay! Na, oh, warum geht denn jetzt nach Istanbul rein? Das wollte ich nicht. Obwohl, dann hätten wir auch mal direkt mit dem Wythorn sprechen können, ne? Ach, sorry, dass ich jetzt die Nase so widerlich hochziehe. Was ist das denn für ein Turm? Da war ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Jirks Sandhexen. Die sehen aber widerlich aus. Ach, da ist die Kaktusblüte, habt ihr gesehen? Plapperturm. Muss ich da noch rein? Bestimmt, oder? Kann ich noch nicht. Hier ist die Kaktusblüte. Danke. Ah, und zur Entspannung nochmal eine Silberkiste, eine Silbertruhe. Und jetzt möchte ich aber noch in die Kratzbaumschlucht. Da muss doch irgendwo diese Blüte, diese Kaktusblüte sein. Ne, Quatsch, diese Oase. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel hier kennt. Ob ihr das schon jemals gesehen habt. Also, man muss hier diese Rohre vom einen Ende mit dem anderen Ende verbinden. Das ist ziemlich kompliziert. Auch sehr spannend. So. Mal sehen, ob ich es geschafft habe. Go, ich habe gewonnen. Yeah. Und meine Belohnung ist... Agavenblätter, Eisen und eine schwarze Witwe. Fulgurit. Was ist das denn? Achso, das ist der Berg, ja, Karl. Da will ich jetzt aber nicht hin. So. Und ich möchte jetzt aber noch ganz schnell gerade mal nach der Kratzbaumschlucht. Da muss doch irgendwo diese verfluchte Oase sein. Hier ist aber auch viel los, oder? Hier ist ja echt, hier steppt der Bär. Muss ich mal gucken, Leute. Okay, Google. Wizard 101 Kratzbaumschlucht Oase. Fundort. Und was hat sie rausgefunden? Wizard 1. Leco mio, ey. Ich muss jetzt mal gucken. Wizard 101. Oase. Oasis Locations. Wizard Central. Okay, machen wir es einfach auf Englisch. Cactus Blossom Bliblablub Guide. Midday at the Oasis. Caravan.
Kent Canyons, Caterwaul Canyons, Mirage. Neben einem Haus ist das. Ich guck mal grad. Bin ich denn blind? Das soll wohl hier neben dem Haus sein. Da ist die Oase. Hä? Ich bin noch hier über. Ach. Die Kaktusblüte brauche ich. Wizard 101. Das machen wir jetzt noch, Leute. Cactus Blossom. Das wird's wohl sein, ne? In der Kratzbaumschlucht. Bin mal gespannt. So, Caravan Mirage, blablabla, da. Da oben ist ja noch diese Wüste. Da habe ich überhaupt gar nicht mehr geguckt, ich Trottel. Dann ist das da oben. Na, das ist ja klar, dass ich das bisher nicht gefunden habe. Und dann werden wir auch in dieser Folge das jetzt noch einlösen, die Belohnung dafür. Und in der nächsten Folge geht es dann hier aber tatkräftig weiter mit der Hauptquest. Würde ich mal sagen, ne? 10.44 Uhr. Ich muss jetzt auch mal langsam was anderes machen, als hier zu zocken. Komm schon! Beschwerlicher Weg hier hoch. Zip, 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 zip. Hi. Oh, eine kurze Truhe. Großes Sturmprisma Goldkarte. Hä? Was ist das denn hier? Ach, ich kann da noch nicht durch. Wie jetzt? Die Kaktusblüte ist hier neben dem Teppich von der Magic Carpet Ride. Also von dem magischen Teppich. Magischen Teppich, den du später in der Geschichte von Agrobar vervollständigst. Sie werden diese Kaktusblüte bis zu dieser Zeit nicht sammeln können. Aber ich war doch hier oben schon bei Melange. Ich war doch hier schon. Wieso kann ich da jetzt nicht mehr durch? Das verstehe ich jetzt aber mal gerade nicht so ganz. Wieso kann ich da nicht mehr durch? Ah nein, ich weiß es nicht. Da kann ich nicht lang. Hier soll das nämlich sein. Aber hier kann ich nicht rein. Okay, interessant. Dann gibt es hier wahrscheinlich doch noch irgendeine Quest, die ich machen sollte. Mit Snake Plissken muss ich auch noch sprechen. Ja, Leute, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude an diesem kleinen Nebenquest-Exkurs, den ich hier betrieben habe. Wir sprechen mal gerade noch mit Snake Plissken. Ach, ich kann da gar nicht hin. Ja gut, macht's gut. Bis dann. Ciao.
Achso, hier muss ich das ja machen. So.